So. Da hoch können wir leider noch nicht. Wir müssen nämlich jetzt erstmal lernen, wie man isst. You think these mutant zombies are your worst enemies? Nope. You are your own worst enemy. Look at you. Skin all shriveled, muscles weak, hands shaking. This isn't the zombie's fault. It's your fault. When was the last time you ate? I know. Now you think about it, it's obvious. You have to eat. That's the topic of the sixth chapter of my book. In time, you will thank me for this advice. But first, you've got to get some food. I'm not going to just give it to you, though. You've got to fend for yourself. You can find plenty of food around here, once you know how to spot it. For instance, see those woods? There are plenty of roots to eat in there. Try. Go towards the headland. Find two or three roots to eat. You will feel better right away. If you need more information, just refer to my book. Each chapter gives you critical information, which will help keep you alive. Be vigilant. Infected soldiers may be in this area. Understand? They are hungry too. So, kill them before they kill you. Mm-hmm. Jetzt haben wir unseren Nahrungsbalken erhalten. So, Federpfeile machen schon mal mehr Schaden. Das ist wichtig zu wissen. So, was haben wir? Helm mit Knochen. Okay. Einen Helm haben wir jetzt sicherlich eingesammelt. Den ziehen wir mal auf, auch wenn er dämlich aussieht. Der gibt uns Schutz. Und lesen das Handbuch. Kovacs Rules. Chapter 6. Eating. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating, and sleeping. This chapter is about eating. Lack of food means no energy, and no energy means you won't have the strength to fight zombies. In this environment, you can find many roots to eat. You can also fish, and you can hunt for meat. Never ever eat uncooked meat. It will kill you. Uncooked meat here is full of many deadly parasites. Always cook meat before eating. Finally, remember that fresh meat is a magnet for predators around here. Fresh meat will attract zombies. You have been warned. Mm-hmm. Daraus kann man ja Giftköder machen, wenn man möchte. So, wie viele Wurzeln haben wir? Genug, um was zu essen. So. Ah, da liegt noch was. Oder war das nur ein Helm? Nein, ein klassischer Pfeil mit Federn. Gut. 12 habe ich schon ins Nirvana befördert von den Pfeilen, oder? Da sieht man, wie hoch der Verschleiß von Munition in diesem Teil ist. Vor allem beim Bogen. Deswegen gucken wir, dass wir so schnell wie möglich auf die Knarre oder so umsteigen. Mit der es einfacher wird. Feeling better? Good. You must remember to eat. Food is strength. And strength is survival. Follow me. You still have more to learn. A lot more. If you don't mind me saying so. Yeah.
Hier ist nichts drin in der Hütte. Das ist schade. The second thing. Hydration. In other words, drink water. Lots of it. Without water, you won't be able to run and your performance will be poor. So remember, drink. Chapter 7 of my guide refers to thirst. If I do say so myself, this survival guide of mine, you can't live without it. Here, Chapter 7. It's all in there if you need a refresher. No pun intended. Okay, time for you to quench your thirst. There is an old well on the northwest of the island. Find it, take a drink, and come back. The water there is pure. No zombie juice in it. Joking aside, be careful. Wild animals roam there. They think the water is theirs and theirs alone. Mhm. Die zwei gingen daneben, also machen wir es auf die altmodische Art. Oh, da ist Obst. So, da sind ein paar viele. So. Fünfzehn Pfeile haben wir noch. Die beiden sind auch etwas kopfloser geworden. Der da torkelt ein bisschen zu viel rum. Da liegt eine. Der da hat einen Helm auf. Da müssen wir wieder vorsichtig sein und ein bisschen herangehen. Ja, da ist mir ein Pfeil zerbrochen zum Beispiel, weil den habe ich definitiv durch den Pfeil getötet. So. Biegsamer Ast für eine Angel eigentlich. So, die beiden können wir noch einsammeln. Da sind wir wieder bei 13. So. Jetzt haben wir wieder Frischfleisch. Und da die Batterie am Allegehen ist, zünden wir hier lieber das Lagerfeuer an. Grillen das Fleisch. Schlagen hier das Ding ein. Schildtrank. Hm. So, Brunnen ist ausgetrocknet. Wir können eine Limo machen. Die ist gerade gut. Die macht nämlich unsere Gesundheit dann wieder voll, wenn wir die trinken. Dadurch ist aber halt auch die Flasche ganz weg. Ne, halt, da ist sie ja. Kovacs Rules. Chapter 7. Drinking. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about drinking.
Symptoms from lack of water include dizziness and headaches. This will affect your ability to concentrate and make critical decisions. Do not drink from the sea. It causes dehydration. Do not drink from the swamp. It is riddled with disease. Find fresh water wells and store as much as you can. You will find many containers here. Use them to store water. You will find some fresh fruit growing. You can eat this, but be careful about how much. A survivor with the shits is not the best. Ja, nur dass das halt nur ein Joke ist. Man kriegt keinen Durchfall in dem Spiel. Und deswegen ist es hier das Beste, Limonade draus zu machen. So, brennen wir uns hier mal durch. Dann geht das nämlich schneller. Die Pflanze haben wir schon geplündert. Da war ja die, waren ja die Zitronen dran. Ich suche ja gerade nach Heilpflanzen. Aber hier sind wir wohl gerade keine vergönnt, oder? Oh, Holzstock, der ist gut. Und ein Pfeil. Heilpflanzen sind wir wohl gerade keine vergönnt, weil ich noch zu viele mit mir rumschleppe. So. Well done. Hey, you seem breathless. Clearly you found trouble as well as water. Par for the course, my friend. Which reminds me, you need to learn how to make your own equipment. Come, my workshop is just here. Mhm. Da oben wird gerade auch keine Heilpflanze gespawnt sein. Denke ich mal nicht. Nein, aber essbare Wurzeln für Notfälle. Sind hier gleich schon wieder respawned. Jedenfalls eine essbare Wurzel. Im Kovac-Modus kriegt man halt auch schneller Hunger, Durst und so weiter. Deswegen muss man aufpassen. Welcome to the Kovacs workshop. You like it? You should. There's tons of useful stuff in here. First, you must forage. Search everywhere, even the dead. Items you find may be useful. With the things you find, you can make other things. Things that keep you alive. What at first seems useless could well be useful. This will all become clear very soon. Today, I'll teach you how to craft a shotgun. Using a harpoon grip, a flailed tube, and a few other bits and pieces. I am a master at this, making junk useful. Very useful. Stay focused while I show you how to do it. Okay, pick up all the things on the workbench. Now, make me a gun. I will check your work, so make sure it's good enough. Good luck! Yeah. Erstmal wieder was einhauen. Gekochtes Fleisch. Das ist sehr basic. Hmm. Kovacs Rules. Chapter 8. Handmade Guns. You must improvise to survive. It is possible to create your own weapons using spare parts and other tools. The better your weapon, the better your chances of killing the zombies. You can and should combine found objects to create deadlier weapons. To make a shotgun, select a harpoon grip from your staff. Choose combine and select the diving tank. You now have a new item, but it is not a complete weapon.
Combine this item with a flared tube, and next with a hardware box. You have created your very own shotgun. For ammunition, metal scrap found on dead bodies will be okay. There are many ways you can combine items, but choose wisely. Ja, da schießt er sich gleich selber, weil das Rohr in die falsche Richtung ragt. Das ist halt der Humor an dem Spiel, der auch ganz gut ist. So, da heißt das, gibt Bauplan für die Schrotflinte. Da ist Kovac. Hey, Survivor! No time to take a stroll. Ja, und den Rest müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Ja. Und wir haben eine Knarre. Sehr gut. Wir bräuchten noch mal Nadel und Faden, dass wir eine Inventartasche machen können. Good. Of course, with some additional parts it could be improved. Nevertheless. But a first try, it's not bad. Let's put your new weapon to the test, my friend. Want to see if it really works? Mhm. So, aber erstmal gucken wir, ob hier unten nicht noch Altmetall bei seinen Kisten rumliegt. Tut es nämlich ab und zu mal ganz gerne. Aber haben wir wohl gerade Pech. Da müssen wir mit den 200 Schuss klarkommen, die er uns gegeben hat. The third most important danger is fatigue. Exhaustion will kill you. It'll cause you to make mistakes. If you don't rest when your body needs it, you won't be able to function. Running when exhausted? Almost impossible. Of course, you can't sleep if you are not tired. I see it like this. When it comes to surviving, your body is the boss. Oh, one thing. As I said in my book, you cannot sleep just anywhere. By now, you should have figured out that it's too dangerous. To sleep safely, you need to find one of my secure shacks. Chances are, you will have to clean up before you rest. They are usually overrun by scum. There is a secure shack on the east of the island. Your task is this. Find it, clear it out, then take a nap. Of course, you will need ammunition. Mhm. Netterweise hat er es auf 500 aufgefüllt. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen rumballern. Und mir das Leben so einfacher machen. So, da sind ein Stück Stoff. Ich suche aber eigentlich nach noch mehr Munition. Oh, noch ein Feuerstein, das ist gut. Und ein biegsamer Ast. So, da ist Munition mal. Oh, ein Knochen. So, mehr Munition. Ein Soldatenhelm, den ich nicht wirklich brauche. So, jetzt habe ich einen mit Dings. Die kann ich mal alle fallen lassen. Netterweise stacken die dann so. Wenn ich sie so fallen lasse.
Du hast leider keine Munition für mich. Die beiden hatten Munition. Bauplan für bessere Pfeile. So. Der war also doch noch am Leben. Und gucken wir uns das letzte Überlebenshandbuch an. Kovacs Rules. Chapter 9. Resting. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about resting. To survive day after day, it's imperative to rest. You should not sleep by day and night, but when fatigue is felt. The more you are tired, the more your stamina decreases. You must sleep to replenish your vitality. But you cannot sleep anywhere. It's too dangerous. You must find a safe place where you can rest easy. There are many secure shacks you can sleep in safely, but they will need to be cleaned out before you can rest. Mhm. Grüne Lampe heißt sicher. Muss halt einfach gucken, wo sie herkommen. Und ihnen eine verpassen, bevor sie mich erwischen. So, Munition. Und es ist grün. Obwohl hier noch einer rumsteht. Okay. Noch ein Werkzeugkasten für mich. Da liegt noch etwas Munition für mich rum. Jetzt habe ich nur noch 100 Munition. Ach ja, hier müsste auch irgendwo... Genau, da ist der Recharger. Und Taschenlampe ist aufgeladen. Sehr gut, oder? Dann können wir uns ja mal eine Runde schlafen legen. So. Was zum Essen einwerfen, dass das verschwindet. Und uns auf den Rückweg zu Kovac machen. So. Noch mit ihm reden. Perfect. Ha! You look younger. The miracle of sleep. Fascinating. Und ich denke mal, damit beenden wir das Let's Show. Ich habe euch ja jetzt so die wichtigsten Sachen mal gezeigt. Das Waffe basteln.
wie es ist, in 3D zu zielen und die Grundbedürfnisse, die man in diesem Spiel hat. Gut. Da verabschiede ich mich mal von euch hier. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten und beim nächsten Let's Show nächstes Wochenende. Also, bis dann.